Wenn ich die Augen schließe, sehe ich eine Welt, in der alle Menschen gleich sind. Eine Welt ohne Sektoren. Es gibt keine Missgunst und kein Neid. Niemand muss kämpfen. Nicht um sein Leben, nicht um Besitz, nicht um Gerechtigkeit. Aber wenn ich meine Augen öffne, dann sehe ich die Welt, wie sie ist. Im Namen des gesamten Coaching-Teams heiße ich euch im Camp willkommen. Die picken sich nur die Leute raus, die in ihr System passen. Nur die Besten von euch werden einen Platz an einer der 5 weltweiten Robert-Universitäten ergattern. Deine Zeit heute Morgen auf dem Laufband war ein neuer persönlicher Rekord. Weiter so. Wir werden jeden von euch einen Sender unter die Haut injizieren. So können wir euch jederzeit im Gelände lokalisieren. Im Wald sind Kriminelle gesehen worden. Das sind Illegale. Menschen, die den ihnen zugewiesenen Bereich verlassen haben. Sie verstoßen damit gegen das Gesetz. Ich habe euch gesehen. Der Kontakt mit denen ist verboten. Kein Wort. Zu niemandem. Du alleine kämpfst gegen uns alle. Mein Junge, jetzt glaubt man, dass man die Welt verändern muss. Komm, irgendwohin, wo man nicht perfekt sein muss. Wo soll das sein? Müssen wir suchen. Kennst du das Mädchen? Das ist eine Illegale. Wenn ich meine Augen öffne, sehe ich die Welt, wie sie ist. Jede Schwäche wird gnadenlos bestraft. Sehe ich die Welt, wie sie ist. Ich bin die Elite, die diese Gesellschaft führt. Und sehe ich die Welt, wie sie ist. Ich will zu dir. Wenn ich meine Augen öffne, sehe ich die Welt, wie sie ist. Verlogen und kalt. Wie ist denn das eigentlich, wenn man sich schuldig fühlt? Macht dir das zu einem besseren Menschen?